Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Oh, wie schrecklich. In der letzten Folge haben wir hier die Quellen gereinigt und hatten es mit irgendwelchen roten Geisterspinnen zu tun. Und heute wollten wir uns erstmal zu dieser Quest aufmachen und dann nach dem Dörfchen, Städtchen, was auch immer da oben und zur Grenzwacht gehen. Schauen wir mal, was der jetzt noch für eine Quest für uns hat. Weil ich nehme natürlich auch gerne immer die Quests unterwegs mit, zumal die natürlich auch Aufgaben machen. Sei vorsichtig, die weit verbreitet. Ein paar rote Geisterspinnen haben in der Nähe Eier abgelegt. Die Spinneneier sind überall. Bald schlüpfen sie und dann haben wir es mit einer Geisterspinnenarmee zu tun. Uns bleibt noch Zeit, das zu verhindern. Zerstören wir sie jetzt gleich. Okay. Okay, da oben. Diese verfluchten Spinnen. Ja, ich schätze, da muss ich dann. So. Das war's aber, oder? Das können wir natürlich auch anders machen. Okay, der will nicht, dass ich ihn zerstöre. Die wollen nicht, dass ich die zerstöre. Oh, ist nicht euer Ernst, oder? Weil die mich jetzt im Visier hatten, deswegen durfte ich die nicht zerstören, oder was? Nee. Ist schon fertig. Okay. Ich dachte, die sieht man nicht mehr, wenn es fertig ist. Aber okay. Das nimmt einfach kein Ende. Komm den Leichen der Pestopfer nicht so nah. Einige Wachen wurden schon angesteckt. In der Nähe der Ecken. So, erstmal den Transporter, oder das Ding kannst ja freischalten. Dann ich hab die dabei kein gutes Gefühl. Knot hat die richtige Entscheidung getroffen. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Irgendwie hab ich das Gefühl, hab das Kämpfen sowas von satt. Okay, gehe zur Grenzwacht. Wobei. Okay, die Pest hat sich schneller ausgebreitet als erwartet. Wegen der verbrannten Leichen ist der Himmel schwarz. Ich versuche, möglichst viele zu retten. Aber wir sind an den Wachposten stark unterbesetzt. Dieser Ort braucht jemanden wie dich. Okay. Bitte verteidige den Außenposten gegen die infizierten Angreifer. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die verwundeten Soldaten hier. Passe bitte auf, dass du dir nicht die Pest einfängst. Okay, machen wir. Das Ende aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Sämtliche Barrikaden sind kaputt. Sollten die Bolt wieder angreifen, sind wir alle des Todes. Die allermeisten sind zu schwach, um jetzt gegen die Bolt zu kämpfen. Das heißt jetzt was? Das geht mir schon besser, dank Pater Amel. Dass wir die jetzt wieder aufbauen müssen, oder... Da ist noch einer. Die Angriffe werden schlimmer. Können wir sie noch zurückhalten? Hier ist es unerträglich. Tag für Tag riecht man hier nichts als den Gestank verbrannter Leichen. Mit dem Gestank komme ich einigermaßen zurecht, aber ich hasse es, wenn die Leichen wieder auferstehen. Was, wenn ich eines Tages selbst infiziert werde? Ja, das heißt jetzt auch wieder. Was? Okay, also für die müssen wir jetzt den Leichenstapel verbrennen. War da noch eine? Ah ne, das war schon fertig. Okay. Endlich sind alle beseitigt. Für den Moment zumindest. Vielen Dank für deine Hilfe. Und all das wegen der Pest. Wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten. So, dann haben wir die infizierten Kreaturen. Wieso habe ich schon 4 von 5? Hä? Oh Gott, was passiert denn da unten gerade? Hilfe! Die Quelle der Seuche? Was, wie, wo? Ah! Und in der Mitte repariert die Barrikaden.
Dann gehen wir da erstmal hin. Gott, das mit der Seuche ist ja gerade. Hallo? Was sind denn die Achso, die. Warum zum Teufel tummeln sich die Bolz hier? Okay, das war dann anscheinend schon alles. Dann schauen wir mal. Das sind die, die wir eben gemacht haben. Dann war das eine schnelle, einfache Quest, die ich gerne mache. Nicht, die Wachen wurden schon angesteckt. Es geht mir schon besser, dank Pater Amen. Wurden du und der Priester von den wohlwollenden Göttern geschickt? Das Ende aller Tage. Die Soldaten im Grenzposten können durchatmen. Ich bin sehr erleichtert. Die Bolt haben den geschlossenen Grenzposten angegriffen und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ebenfalls der Pest ausgesetzt waren. Ich würde gerne zum geschlossenen Grenzposten gehen und den Wachen dort helfen. Mach das. Ich bleib dann hier. Okay, dann werden wir uns auch mal dahin begeben. Gucken, ob wir ihm helfen können. Warum zum Teufel tummeln sich die Bolt? Das weiß ich doch nicht, Leute. Ich bin hier nur der Bote. Oder auch der Kämpfer. Eine Magierin. Die Bolz randalieren. Kommst du vom Außenposten? Wann bekommen wir endlich Unterstützung? Wir werden von pestbefallenen Kreaturen angegriffen. Wir müssen dem Kommandostand helfen. Aber wegen der Kreaturen kommen wir nicht hin. Erledige bitte die Kreaturen auf dem Weg zum Kommandostand und überprüfe die Lage dort. Besieg die Monster, die den Weg zum Kommandostand... Achso, 10 Monster. Okay, okay. Jo. Wenn wir welche finden? Hallo? Monster! Okay, das waren 2. Das kann ich jetzt dazu gehören. Doch, die gehören dazu. Okay. Weil die so grenzwertig irgendwie hier drin standen. Hallo, Monsterchen. Wo seid ihr? Ich muss euch platt machen. Noch 5 der Zahl. Ich höre doch was. Da. Noch 2 der Zahl. Noch einer. Ein einzelnes Monster wäre gut. Hallo. Leute. Oh Gott, ernsthaft? Okay. So. Nee, da muss ich rum. Tschüss. Keine Zeit. Hab noch einen Kuchen im Ofen. Muss ich rausholen. So. Leiste den eingekesselten Kommandostand Hilfe. Gleichzeitig reiten und lesen ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Oh Gott, ich ahne Schreckliches. Nein. Wie lange können wir sie noch zurückhalten? Nein, will ich nicht. Okay. Da. Jetzt ist keine gute Zeit für Gäste. Wir werden angegriffen. Wir haben viele Soldaten an sie verloren. Wer noch am Leben ist, besitzt nicht mehr die Kraft, um das Schwert zu erheben. Ich weiß, es ist sehr viel verlangt, aber könntest du uns bitte dabei helfen, den Ort hier vor den Dämonen zu beschützen? Jage die Bombenfässer hoch, die wir vorbereitet haben. Das sollte den ordentlich einheizen. Ein pestverbreitender Dämon. Kontrolliert die Monster in der Nähe. Oh. Hi. Okay, so war das, glaube ich, nicht geplant. Aber so geht's auch. Oh. Haha, das ist cool.
Oh, hi. Gibt's hier noch mehr? Wollte ich eigentlich gerade fragen. Aber ich meinte damit eigentlich nicht die Monster. Schnell, oder wie war das? Oh, fuck! Da ihr Kommandant besiegt ist, können wir die Verwundeten wegbringen und die Schäden reparieren. Oh. Okay. Verbrennt die Leichen, damit sich die Pest nicht weiter ausbreitet. Mhm. Du kommst genau zur rechten Zeit. Wer hätte gedacht, dass die Dämonen Bolt auf uns hetzen würden? Gehe zur Grenzwacht und berichte Parker davon. Hilf ihm, falls er Unterstützung benötigt. Und wer fragt mich, ob ich Unterstützung benötige? Okay. Reiten wir wieder zurück, so wie ich das verstanden habe. Ja, genau. Okay. Ich gebe zu, das mit den Fässern habe ich, glaube ich, mit meinem privaten Char irgendwie nicht gehabt, warum da ich das ja nicht gelesen hatte. Gehe nicht in die Wachen wurden schon angesteckt. Das war aber cool. Ich habe dabei kein gutes Gefühl. Du hast meinen Hauptmann getroffen? Mist. Die Dämonen kontrollieren also die Boltviecher? Danke für deine Hilfe. Ohne dich und Pater Amel wäre der Kommandostand in großer Gefahr gewesen. Ich weiß nicht, wie ich mit der Pest und den Dämonen fertig werden soll. Die Soldaten geben ihr Bestes, um die Grenzen zu schützen. Aber viele sind schon der Pest zum Opfer gefallen. Verstehe. Unglaublich, dass die Dämonen die Bolt anführen und die Pest verbreiten. Was haben sie nur vor? Irgendwo muss es doch eine Quelle der Seuche geben. Wir sollten uns beeilen und einen Weg finden, um die Pest zu heilen. Ich hoffe, die Grenzwachen halten so lange durch. Kannst du dich nach ihrem Befinden erkundigen? Ich sollte derweil nach meinen Patienten sehen. Ja? Die tapferen Grenzwachen kämpften bis zum bitteren Ende gegen die Dämonen. Auch jetzt suchen sie am Fuße des Anguinmos fieberhaft nach der Quelle der Pest. Speer sind sogar bis Aquilocs Kopf vorgedrungen, dem gefährlichsten Ort in diesem Gebirge. Wir werden diesen Ort mit unserem Leben beschützen. Mach dir darum keinen Kopf. Ach übrigens, Priesterin Garora hat diese Aufzeichnung für Pater Amel hinterlassen. Bitte überbringe das an Pater Amel. Okay. Es geht mir schon besser, dank Pater Amel. Die Aufzeichnungen stammen von einem Pilger, der vor langer Zeit die Arche suchte. Die Pilger, die nach der Arche suchten, ließen sich im Kloster nahe der Retramis-Grenze nieder. Gehe erst einmal zum Kloster und sammle Informationen. Die Lage ist dringend, aber wir dürfen sie nicht vernachlässigen, solange sie leiden. Ich werde mich um die Soldaten kümmern, die von den Dämonen verletzt wurden. Danach komme ich zu dir. In mir fließt Dämonenblut, aber ich will meine Pflicht als Priester des Lichts erfüllen. Amel nickt entschlossen. Jetzt spute dich. Ich komme bald nach. Ja, das heißt, dass wir... Wo gehen wir denn jetzt hin? Moment, verlasse die Grenzwacht. Ja. Sie werden in Erinnerung bleiben. Das ist toll. Achso, neben mir ist einer. Das geht mir schon besser. Dank Pater Amel. Achso. Ah.
Okay. Ich habe dabei keinen Gutes. Todesmutig hier oben ins neue Gebiet wagen. Herzlich willkommen in der Retranis-Grenze, wo sie direkt ein Level-Up benötigen. Ja, und dann haben wir hier in der Mitte was freigeschaltet, was ich anfangs nicht so ganz verstanden habe. Aber man kann jetzt hier links verschiedene Sachen anwählen und auch wenn das hier immer wieder aufspringt, hier rechts verändern sich die Sachen. Das heißt, ich schaue dann hier immer mal, ein Gegner wird verbrannt, verursacht pro Stufe nochmal zusätzlichen Schaden. Bei einem Treffer erleiden Gegner von allen Gruppenmitgliedern plus 6% Schaden. Für 8 Sekunden. Oh, das wäre natürlich geil. Weniger MP-Kosten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber 8% mehr Schaden ist natürlich. Ich mache das mal so. Dann Combo. Achso, das muss ich ja nur anklicken. Zaubergeschwindigkeit plus 10. Bei einem Gegner allein. Bei einem Treffer allein Gegner. Von allen Gruppenmitgliedern plus 6... Achso, das ist immer das Gleiche, oder was? Achso. Bei einem Treffer werden die maximalen Magiepunkte, sind es, glaube ich, um 2% wiederhergestellt. Ich würde mal sagen, das, weil dann kann man schneller mit anderen weitermachen. Bei einem Treffer besteht eine Chance von 10%, dass die Gegner für die Dauer von 4 Sekunden einen Stromschlag zugefügt wird. Das hört sich nicht schlecht an. Das heißt, sie sind dann gestunt, so wie ich das verstehe. Machen wir das mal. So. Das ist das mit der Kältewelle. Das haben wir hoffentlich auch noch drin. Ach, Moment. Wir konnten hier jetzt auch ein neues freischalten, ne? Er schafft an Ort und Stelle einen magischen Erdspaltkreis. Wirft Gegner in die Luft und fügt ihnen Schaden zu. Das ist natürlich nicht schlecht. Muss ich mal eben vom Pferd runter. Zeugt einen mächtigen Wirbelsturm vor dir. Gegner zurückstößt. Der die Gegner vor dir durchbohrt und ein weiterer Schuss wird abgegeben. Ich würde schon fast sagen, dass wir das vielleicht statt dem reinmachen sollten. So. Das nächste bekomme ich dann Stufe 18 erst. Dass wir die dann beide noch auffüllen. So. So, Moment. Das haben wir jetzt. Das haben wir noch nicht. Das ist eine Kältewelle, die sowieso schon mal sehr stark ist. Minus 50%. Ja, sonst würde ich sagen, dass ich das nehme. So, ist anscheinend nämlich nicht immer das Gleiche drin. Die Böe, die Gegner auch zurückstößt. Abklingzeit geringer, Zaubergeschwindigkeit, Kosten sind geringer. Mach ich mal Kosten. Dann. Das war das mit der Wasserwelle. Da kann ich gar nichts machen. Warum? Weil ich noch nicht genug Punkte habe. Aber da kann ich wieder welche reinmachen. Okay, ich verstehe es nicht so ganz, aber ist okay. Das ist mein Lieblingsangriff. Gegner werden verbrannt. Das wäre schon mal sehr gut. Feuersäulen Entstehungszeit 0,5 Sekunden. Minus 0,5. Ach so, dass das schneller gesetzt wird. Ah. Oder eine Schwachpunktverstärkung. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Es geht eigentlich mit dem Setzen, ne? ...500 Schaden. Ich würde mal sagen, das mit dem Schwachpunkt ist gar nicht so schlecht, weil ich das ja meistens bei den großen Gegnern mache. So, und hier werde ich nichts mehr machen können, genau. Okay. Dann lassen wir das so und wir können hier noch mit jemandem sprechen. Wir sind verdammt! Nein, nicht angreifen. Ich habe es irgendwie geschafft zu entkommen, aber... Wenn es, leider nicht.
Meine Karawane befindet sich gleich nördlich von hier. Könntest du bitte nachschauen, ob alles okay ist? Wo haben wir denn nördlich da oben? Wo haben wir denn? Tolles Deutsch, ne? Okay, wir reiten mal hoch. Hier stehen unsere Pferde. Es sind meine Waren. Sie stehen in Flammen. Jemand muss das Feuer löschen. Ohne Scheiß jetzt. Ist das die Stimme von Coquerin Maury von Detective Conan? Ich bin mir nicht sicher. Was hört sich... Es hört sich echt genauso an. Eliminiere die Totengräber. Soll ich lieber zu Fuß hingehen, ne? Lösche den brennenden Wagen. Achso, dann müssen wir die erstmal nehmen. Los, schnell! Ah, mit Q Objekte werfen. Ah, dann ist das mit Q, was ich gedacht habe. Moment, muss ich... Da muss ich... Feuer! Hin. Feuer! Los, schnell! So, müssen wir das nochmal machen? Ja, ne? Los, schnell! Nee, okay. Hä? Eliminiere die Totengräber. Oh, fuck. Hallo? Los, schnell! Feuer! Alles liegt in Schutt und Asche. Ja. Tut mir sorry. Was sind denn jetzt die Totengräber? Sind das? Ach, das sind die Totengräber, ja. Das ist der Boss? Der hier gerade so rumkreucht und flucht. Feuer! So. Und da können wir jetzt wieder zurück. Los, schnell! Ja. Nichts schnell. Hab noch was zu tun. Diese verfluchten Es ist vorbei! Ich bete, dass einige unserer Waren das Feuer überstanden haben. Du reist zum Kloster? Folge einfach dieser Straße. Ich persönlich würde da aber nicht hingehen. Dort hat fast jeder die Pest bekommen. Es war schrecklich. Die Mönche sind krank, weshalb sich niemand um die anderen kümmern kann. Ja, ich muss aber trotzdem der Straße folgen, damit wir da oben hinkommen. Wobei das auch der letzte Akt für heute sein wird. Das kann ich schon mal direkt vorausschicken. Weil wir uns nämlich wieder dem Zeitlimit nähern. Und weil das eigentlich auch ein ganz guter Cut ist, wenn wir drüben angekommen sind. Draußen droht die Pest. Ja, von der Pest haben wir nicht die Pest ein. Halte Abstand! Das hört sich an wie bei Corona hier. Schrecklich. Lasst mich doch alle in Frieden. Ich will nur leben und reiten. Hallo? Mach das! Wieso macht er das nicht? So. Muss ich mit dir reden? Ich kann nicht mit dir reden. Ah, jetzt. Dieser Ort ist in großer Gefahr. Die Pest wütet. Unsere Mittel sind nutzlos. Und wer versucht zu helfen, wird selbst krank. Die Situation wird immer düsterer. Und nun haben sich die Toten erhoben, um alle anzugreifen, die von der Pest verschont blieben. Bitte, steh uns bei. Ja, und diesem Hilferuf müssen wir natürlich nachkommen. Allerdings nicht mehr in dieser Folge. Ja, und mit dieser tollen Melodie im Hintergrund, dem Lied der Flucht, wenn ich mich nicht irre, muss ich mich dann erstmal verabschieden und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es hier weitergeht. Bis dann. Ciao.